Willkommen bei WordPress 6.6. Gestalte und integriere mit WordPress 6.6 harmonische und ansprechende Designelemente auf deinen Websites. Eine neue Rollback-Option für automatische Plugin-Aktualisierungen bietet dir Kontrolle, Flexibilität und Gewissheit. Das so als Zusammenfassung. Vor kurzem ist WordPress 6.6 herausgekommen und das will ich euch heute an dieser Stelle mal kurz vorstellen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die wichtigsten neuen Features von WordPress 6.6 sind Farbpaletten und Schriftsätze. Füge jedem Blog Theme weitere Gestaltungsmöglichkeiten hinzu. Blog Theme Autoren können unbegrenzte individuelle Farb- oder Schriftsätze erstellen, um spezifischere Designoptionen innerhalb desselben Themes anzubieten. Diese Sätze bieten umfassendere Designmöglichkeiten, die eine Anpassung ermöglichen, ohne das allgemeine Design der Webseite zu verändern. Ändern, das über die Farb- oder Typografie-Einstellungen hinausgeht. Schnellvorschau für Webseiten. Vereinfache deine Arbeitsabläufe mit einem neuen, auf Seiten zugeschnittenen Layout. Sieh alle deine Seiten und eine Vorschau einer ausgewählten Seite, bevor du sie bearbeitest, über ein zweigeteiltes Layout im Website-Editor. Dann gibt es Rollbacks für automatische Plugin-Aktualisierungen. Aktualisiere deine Plugins automatisch, ohne dir Gedanken zu machen. Genieße die Einfachheit von automatischen Plugin-Updates mit der Sicherheit von Rollbacks, falls etwas schief geht, und verbessere die Sicherheit deiner Webseite, während mögliche Ausfallzeiten minimiert werden. Überschreibungen. Füge die Möglichkeit hinzu, den Inhalt in synchronisierten Vorlagen anzupassen. Ermögliche es, bestimmte Inhalte in jeder Instanz einer synchronisierten Vorlage anzupassen und gleichzeitig einen einheitlichen Stil für alle Instanzen beizubehalten, um künftige Aktualisierungen zu vereinfachen. Derzeit kannst du Überschreibungen für Überschrifts-, Absatz-, Button- und Bildblöcke festlegen. Dann gibt es leistungsbezogene Verbesserungen. WordPress 6.6 enthält wichtige Aktualisierungen wie das Entfernen überflüssiger Aufrufe, das Deaktivieren von Autoload für große Optionen, das Beseitigen unnötiger Polyfill-Abhängigkeiten, das verzögerte Laden von Beitragseinbettungen, die Einführung der DataWP1 Async-Direktive und eine Reduzierung der Template-Ladezeit im Editor um 33%, was auch immer das alles bedeutet. Bin kein Experte. Dann wurde die Barrierefreiheit verbessert. Mehr als 55 Korrekturen und Verbesserungen für die Barrierefreiheit konzentrieren sich auf grundlegende Aspekte des WordPress-Erlebnisses, insbesondere auf die Datenansicht in der neuen Website, Bearbeitungsoberfläche und auf Bereiche wie den Inserter zur Verwaltung von Blöcken und Vorlagen mit Tastaturbefehlen. Und dann gibt es noch viel mehr. Einen umfassenden Überblick über alle neuen Funktionen und Verbesserungen findet man im Feature Showcase. Und das werde ich jetzt mal aufrufen. Eine neue Bedeutung für Style. Farbpaletten und Schriftsätze. Schnellvorschau für Seiten. Das haben wir gerade alles besprochen. Leistungsbezogene Verbesserungen. Verbesserungen der Barrierefreiheit. Styles für Gruppen von Blöcken. Ihr seht selber, was sich so geändert hat. Negative Außenabstände. Erstelle überlappende Designs dank der Möglichkeit, manuell negative Werte für Außenabstände einzugeben. Diese Funktion ist automatisch für alle Blöcke verfügbar, die Außenabstände unterstützen. Verfeinerter Veröffentlichungsablauf. Ein neues Design hebt wichtige Informationen beim Veröffentlichen hervor, egal wo du schreibst, während eine Inspektoranzeige wesentliche Informationen für alles zeigt, was du bearbeitest. Moderne Vorlagenverwaltung für klassische Themes. Stile für Gruppen von Blöcken festlegen. Individuelle Schatten. Es gibt einen neuen Rasterblock. Zeige Blöcke in einem Raster an und verwende visuelle Größenanpassungen, um die Zeilen- und Spaltenanzahl der Elemente nach deinen Wünschen zu ändern. Automatische und manuelle Steuerungen bieten noch mehr Flexibilität. Seitenverhältnisvoreinstellungen. Passe die verfügbaren Voreinstellungen an für die Seitenverhältnisse von Bild, Beitragsbild und Coverblöcken. Individuelle Felder von verbundenen Blöcken bearbeiten. Tastaturkürzel für die Bearbeitung. Vereinheitlichte Erweiterbarkeits-APIs. Und das war's im Wesentlichen. Also doch ein etwas größeres Update in diesem Fall. Und damit sind wir durch. Keine Ahnung, ob ihr das vielleicht interessant fandet, hier diese neuen Informationen zum Thema
WordPress. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, dann mache ich sowas vielleicht öfters in Zukunft. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Oder auch beides. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dann, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.